So. Ja, kein Problem mit meinen Sensen. Au. Au. Wo ist er? Oh, was? Okay, war ein bisschen Schaden. Na gut. Da muss ich ein bisschen aufpassen. Na gut. Ja, ja. Ist schon eine fette Kanone, muss man sagen. Überhaupt nicht übertrieben. Apropos, ich habe ja noch Upgrades für den Zerstörer. So. Ich glaube, ich nutze mal gleich den Sniper-Dings, um den aufzuleveln. Im besten Fall. No? So, wer hatte denn hier die Explosionsdinger? Keiner. Na gut. So. So. Perfekt. 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 Ich sammle jetzt hier noch einmal die ganzen Rubies ein. So. Boah, das macht ordentlich Schaden, ne? Als, so zusammen. Sprinkler und die Sensen. Das ist ja insane, wie viel Schaden die machen. Zusammen. Ja. So. Oh yeah! Ja. So, das habe ich aber noch gesehen hier einmal. Das nehme ich mit. So, und hier links irgendwo. Achso, das kriege ich wahrscheinlich als Belohnung, ne? Hä? Hier links? Aber das ist doch nichts weiter. Okay, da ist die Rüstung. Also dieses Raritarium ist jetzt nicht so super wichtig. Aber ist ja trotzdem blöd, dass mir das dann... Ah ne, ist im nächsten Raum, ne? Das macht Sinn. Das macht Sinn. Nice. Roboterpirat. Na klaro. Excuse me? Schaden durch Piraten ist um 30% reduziert. Okay. Ja. Danke. Endlich. Offenbar hat Pia doch die Wahrheit gesagt. Sehen wir erstmal, was da vorne ist. Hier ist erstmal noch das Ding. Vielleicht heißt das herzlichen Glückwunsch auf Krakisch. Ja, vielleicht. Das macht es nicht gerade besser. Ratchet, oh. Also, Quantum. Was
Gefahr. Der Imperator hat einen... Dimensionator? Du weißt Bescheid? Ha, ha! Wir haben ihn verwandt. Unser bisher größter Coup. Also ist eigentlich er, der in Gefahr ist. Mit dem Ding kommen wir dem Imperator zuvor. Ding? Das ist mein Gesicht. Aber du bist kein Roboter. Du wagst es. Warte. Hier gibt es auch einen Quark? Quark? Es heißt Quantum. Captain Quantum. Tja. Mörder! Nein, 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 nein! Ich bin's! Ich bin es doch! Quantum, seht ihr? Ihr werdet büßen, den Kopf des Captain so zu schänden! Alle beide! Natürlich musste der eine kotzen. Bam! Erstmal hier die Kanone nutzen. Zack, 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 zack. Aber ich wollte ja hier eigentlich den hier nutzen. Aua. Ach Mann, lass mich in Ruhe. Mann. So. Jawohl, Stufenaufstieg. Au. Mann. So. Verdammt. Oh, so geht's natürlich auch. Mach laut. Geil. Captain Quark, die Version von dir in unserer Dimension. Aber besprechen wir das lieber später. Oh. Nein, ah, daneben. Einmal das hier und einmal das hier. Nicht schlecht. Ja, sieht so aus. Tja, wenn ich Ihr Captain wäre, würde ich jetzt zum Gegenangriff sammeln lassen. Aber ich bin's nicht mehr. Also, wer weiß? Ja, wer weiß. Aha. Aha. Freiheit! Süße, glorreiche Freiheit! Moment. Oh nein. Jagt uns der ganze Plan. Ungünstig. Gute Frage. Da hinten hin. Was zum Henker ist das? Ich habe mit Plünderstrahl eingesetzt. Es ist ein Hinterhalt. Und ein perfekt durchgeführter noch dazu. Ich habe Ihnen alles beigebracht. Hat den Ketten gekämpft, dafür zahlst du. Okay. Das will ich da haben. So, der Säuresprinkler auf der nächsten Stufe, das ist ganz gut. Ah, leider keine Munition. Au.
So, Munition. Dankeschön. So, sehr schön. Bam, 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 bam. Einmal kurz einen Prozess gemacht und einmal hier mitfahren. Und mich dann hier fallen lassen, ne? Ich glaube schon. Habe ich alles genommen hier? Ja. So. Perfekt. Oh Gott. Sehr schön. Wisst ihr, ihr beide gebt ziemlich gute Piraten ab. Wer schicke Knarre. Meiner neuen Crew beizutreten? Ihr kriegt beide einen Hut. Nicht so. Danke, aber verschwinden wir lieber zuerst mal, bevor die Piraten oder der Imperator hier sind. Nicht so interessiert. Jupp. Brauchen wir Sicherheitsgut? Oh Gott, hier ist so eine. Oh oh. Au. Okay, krass. Ah. Ja, dazu müssen aber diesmal hier weg. Diese hier, Leute, die Leute weg, ne? Du weißt schon. So, nochmal den Sprinkler und dann nochmal die hier. Bam. Wie viel macht der Schaden? Der macht eigentlich auch ganz gut Schaden, ne? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass der hier wirklich dann die Lebensanzeige schmilzt. So, Munition nehme ich mit. Dankeschön. Dankeschön. Oh, da hinten ist noch super viel. Das nehme ich selbstverständlich auch einmal mit. Ich musste eh herum. Gut. Oh yeah. Wenn ich Ratchet wäre, würde ich jetzt da verschwinden. Sehr gut. Dimension auch ein Pirat? Nein, er ist ein Held. Auch wenn er uns verraten hat, sich ergeben, um seine Haut zu retten, unsere Lorbeeren geklaut. Er ist ein Held? Weil er, egal wie oft er es auch vermasselt, immer da ist, wenn es drauf ankommt. Er versucht's immer wieder. Die Dimension bricht auseinander,
Der Imperator ist allmächtig und mein Leben ist in Gefahr. Die Chance für einen Berufswechsel. Na super. Was tust du da? Ein Held sein! Und ein herzlich Kopfwort. Er ist wirklich ein Held. Dein Opfer wird nicht umsonst gewesen sein. Machen wir. So, Kopfgeldjäger, hier. Munitionslimit, ganz wichtig. Und Schwachpunkttreffer. Schwachpunkttreffer verursachen zusätzlichen Schaden. Auch sehr wichtig. So, dann der Säuresprinkler. Bleiben länger bestehen, erhöht die Sprinklerdauer auch sehr gut. Anfänglichen Streuer, alles. So, einmal alles mitnehmen. So, der Exekutor. Nice. Sehr schön. Damit ist der einmal komplett. Todeshandschuh. Ah. Achso. Hier nehme ich auch einfach mal alles mit. Cool. Sehr schön. Habe ich denn hier jetzt soweit alles? So, da fehlen mir drei von den Dingern und ein Bot. Wo zur Hölle ist der Bot? Ist der auch dort? Wie komme ich da hin? Ich werde mal gucken. So, das ist hier das Schiff. So. Irgendwie da hinten ist das. Komme ich denn da jetzt überhaupt hin? Oh. Wenn nicht, dass es hier wieder so ein Ding ist, dass ich nicht hinkomme. Oh, doch, I see. Ich komme dahin. Okay. Ich müsste dahin kommen. Ach so, lol. Bin falsch abgebogen. Ich muss ja hier hin. Und zwar muss ich mit dem dahin fahren. So, und zwar einmal jetzt hier die Kurve nehmen. Au. So. Genau, ach, hier ist nämlich auch der Bot direkt. Sehr schön. Geil. Oh, nur noch zwei. Nee, Moment. Da.
Boah, dann habe ich die Waffe freigeschaltet. Geil. Eine Passion für Roboter, die sich für ein Leben voller Abenteuer, Freiheit und moralisch fragwürdiger Taten entschieden haben. Aber solch ein Leben kann teuer sein. Deshalb wagten die Piraten sich auch in die trügerischen Untiefen von Branding und Zielgruppen und gründeten ihren eigenen Freizeitpark. Wer wollte nicht einmal Pirat für einen Tag sein? Jetzt kannst du es, wenn du die Piratenprüfungen überlebst. Der Erfolg war gemischt, aber hab ich doch schon. Des mysteriösen Captains, der es irgendwie geschafft hat, Imperator Nefarius' Anstrengungen, sie endgültig zu vernichten, einen Schritt voraus zu sein, konnten die Piraten unlängst trotzdem einigen Erfolg erzielen. Aber die habe ich ja schon alle gesammelt. So, wer weiß, wie teuer diese geile Waffe ist. Deswegen sollte ich auf jeden Fall alles mitnehmen, was ich kriegen kann. So. Hier. Aha. Geil. Damit habe ich das alles. Und hier war auch noch einer. Ah, ich hab's schon gesehen. Da oben. Sehr schön. Damit habe ich alles eingesammelt. Perfekt. So. Ja. Okay, irgendeine Welt ist... Ach so, Trümmerfeld. Ah ja, genau. Ich frage mich, wie es Rivet geht. Jetzt, hier ist der Bot. Und jetzt eine Botschaft von eurem Imperator. Mein Volk. Es ist soweit. Ich hab's geschafft. Die Piraten sind vernichtet. Der Widerstand ist besiegt und die Galaxie gehört endlich mir! Das war's? Keine Freude? Kein Glück? Keine mörderische Erleuchtung? Wieso fühle ich mich nicht anders? Weil du Glückseligkeit mit Erfolg gleichsetzt und jetzt, wo du Erfolg hattest, ist das Leben bedeutungslos? Was könntest du denn schon über Erfolg wissen, du? Genau. Ich hab noch gar nicht gewonnen. Es gibt noch so viele andere Dimensionen, die erobert werden wollen. Viel Glück bei der Suche. Ich hab Jahre gebraucht, um die Koordinaten zu dieser hier zu finden. Aber nur, weil du die goldene Regel des Reisens nicht beachtet hast. Hab immer eine Karte dabei. Eine Karte? Die Dimensionskarte? Die im Archiv. Er will nach Savali. Hast du's gehört, Rivet? Jawohl, wir sehen uns dort. Aha. Das muss Nefarius sein. Im Archiv war die Dimensionskarte. Richtig? Ja. Rivet. Ja. Imperator Nefarius hat das Archiv zerstört. Wir sehen drinnen nach, ob er die Karte hat. Das Archiv? Da. Wurde zerstört? Wo ist Gary? Ich weiß. Moment. Ganz kurz. Hier. Ich gehe mal kurz dahin, um zu gucken, ob ich da jetzt... stimmt, es war ja noch die Arena. Ich erinnere mich. Ob ich jetzt die Arena noch machen kann. Wahrscheinlich stelle ich die erst danach frei, oder? So viel Zeit muss gerade noch sein. Das heißt, auf der Karte werde ich den wahrscheinlich nicht sehen, den Gold... den Dings. Weil es den nur als Belohnung in der Arena gibt.
Deswegen schaue ich da schnell mal nach. Es geht jetzt zum Glück ganz schnell. Hui. So, mal gucken. Okay, nee. Kriege ich tatsächlich noch nicht. Schade. Das ist der einzige, der mir noch fehlt für die Superwaffe. Schade. Also zurück to the planet. Nach Savali. Okay. Jetzt weiß ich aber, wo der letzte Goldbolt ist. So. Jawohl. Nein. Ja, Mann, was mache ich denn hier? So. Jawohl. Verdammt. Jawohl. Oh. Ach, verdammt. Ach, schade, ich dachte, ich hätte hier direkt. Aber das waren auf jeden Fall gute Schüsse. Schönen guten Tag. Was ist denn das? Knochenschurken? Knochenschurken. Natürlich. Was sonst? Täusche ich mich? Oder sind die echt gruselig? Nee, die sind in der Tat sehr gruselig. Aber gegen meine, Sensen können die nix. Sind sie machtlos. Oh. Hey Leute, ich glaube, wir erheben sich die Toten. Sorry, was? Schnell, Ratchet. Wir müssen zum Archiv. Wir kommen zurecht. Keine Sorge, bis dann. Miau. Na gut. Zu spät. Rivet, die Dimensionskarte ist weg. Der Imperator war wohl zuerst hier. Wir nähern uns seinem Flaggschiff. Wir holen sie zurück. Geht's Gary und den Mönchen gut? Wir finden sie. Viel Glück da oben. Dankeschön. Anhand der Baunorm der Schiffe des Imperators müssten sich Wertsachen auf der oberen Ebene befinden. Hoffentlich ist die Karte dort.